Mein Name ist Udo Massong. Ich bin Mitinhaber und Gründer der Firma Quintessenz Naturprodukte. Wir unterstützen sehr, sehr viele Umweltschutzprojekte weltweit, aber eigentlich ist es ja naheliegend, sich auch Gedanken zu machen, was passiert in unserer Region und im Speziellen auch um uns herum. Wir haben ein globales Artensterben, wir haben so Zahlen im Raum, die man ja hört in den Nachrichten, dass 40% der Insektenbestände weltweit akut vom Aussterben bedroht sind. Aber das hört sich alles immer so ganz weit entfernt an. Aber eigentlich passiert das Ganze auch bei uns vor der Haustüre. Also auch wir haben Artensterben hier. Wir haben 50.000 Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg, wo man davon ausgeht, dass auch um die 40% bedroht sind. Ja, also mein Name ist Hans-Jürgen Paul, ich bin hier technischer Leiter in der Liebenauer Berufsbildungswerk GGMBH. Ich bin hier schon seit 30 Jahren beschäftigt und kenne halt hier jeden Stein, der hier im Gelände rumliegt. Und deshalb auch die Intuition hier zu gucken, dass man vielleicht bei uns was für die Umwelt macht, für die Natur macht und vor allen Dingen auch für die Bienen macht. Ja, Erhalt der Biodiversität ist für mich eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wir sind alle auf die Biodiversität angewiesen, denn wir brauchen einen Ort für die Erholung, wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen saubere Luft, aber wir brauchen zum Beispiel auch Medikamente, wo wir Rohstoffe benötigen. Das heißt also Biodiversität, man spricht von den Ökosystemleistungen, von denen sind wir einfach ganz erheblich abhängig und deswegen müssen wir das einfach schützen und erhalten. Ob Blumenwiesen statt Rasenflächen, naturnahe Hecken oder Versickerungsflächen, das Einbringen von Kleinstrukturen oder auch Dachbegrünung und Fassadenbegrünung. Das sind nur ein paar der Möglichkeiten, um Lebensräume für Pflanzen und Tiere auf Firmengeländen zu schaffen, aber gleichzeitig auch die Arbeitsplatzqualität und damit die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern. Ja, wir befinden uns hier auf dem Gründach des Landratsamtes in Ravensburg und wir sehen jetzt hier verschiedene lückige Strukturen von Kräutern und Gräsern. Und das Besondere ist, dass über den ganzen Jahresablauf hier verschiedene Blütenpflanzen blühen. Diese Vielfalt, die findet man sonst im Siedlungsbereich sehr selten. Auf so einem Gründach haben wir 40, 50 verschiedene Pflanzenarten, auch über 100 Wildbienen- und Falterarten über das ganze Jahr verteilt. Die Biodiversitätsstrategie ist Teil der Kreisstrategie des Landkreises. Unsere Aktivitäten, die setzen nicht nur bei der Landwirtschaft an. Das ist natürlich offenkundig, dass es eigentlich einer der wichtigsten Bereiche ist, um in Sachen Artenschwund, Artenvielfalt was zu bewegen. Aber das Thema ist viel komplexer und eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Deshalb war es uns wichtig, den Fokus zu erweitern und neben der Landwirtschaft auch andere Lebensbereiche mit einzubinden. Und dazu gehört die öffentliche Verwaltung und vor allem natürlich wir selber. Also wir müssen auch an unserem eigenen Handeln anfangen und des Weiteren auch Privatleute und auch Unternehmen. Auf der Freifläche hier sind verschiedene Blühfelder angelegt worden. Es wird sehr gerne angenommen, von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt hier reinzuschauen, weil man eine ganze Vielfalt von Blumen sieht. Es sind große Blütenköpfe, die von Schwebfliegen, von Bienen, von Hummeln und von Faltern und auch Heuschrecken besucht werden. Und wir haben schon tolle Ergebnisse. Die Blühflächen sehen sehr, sehr schön aus. Es sind sehr viele Insekten, Bienen, Schmetterlinge, die wir hier inzwischen als Gäste begrüßen dürfen und im Zuge dessen auch deutlich mehr Vögel und andere Tiere. Wir haben auch einen Steinhaufen gemacht, ein Totholz. Platz errichtet und es macht schon sehr viel Freude zu sehen, wie sich das hier entwickelt. Sei es, ob ich einen Balkon habe oder einen Garten habe, da kann ich aktiv werden und kann mir überlegen, schaffe ich eine wilde Ecke und lasse dort einfach mal zu, dass Natur Natur sein darf. Oder ich bin Unternehmer, ich möchte hier demnächst bauen, habe vielleicht eine Fläche, die sieht jetzt so aus wie hinter mir, dass ich einfach sage, nächstes Jahr geht's los, aber in der Zwischenzeit kann ich doch einfach schon mal eine Blühmischung einbringen und eben Natur auf Zeit zulassen. Es war eigentlich wichtig, dass jemand mal diesen Anstoß macht. Und nachdem dieser Anstoß dann gemacht wurde, haben sich auch relativ viele Mitarbeiter bekannt und haben gesagt, wir würden da gerne mitarbeiten, würden da gerne mitmachen. Ja, so ein Projekt steht und fällt natürlich auch mit den Mitarbeitern im Betrieb, die bereit sind, hier sich einzubringen, das zu unterstützen. Es muss ja auch gepflegt werden, hat natürlich keinen so großen Pflegeaufwand wie eine grüne Wiese, aber
Man muss auch mit Sachverstand und Kenntnis an die Sache rangehen. Also jetzt fangen wir erstmal an mit unserem Blühstreifen, den wir hier hinter mir sehen. Der ist jetzt in der ersten Bearbeitung, aber wir haben noch viele Stellen bei uns im Gelände, die nur durch Rasen genutzt werden. Und wir können auch schauen, dass wir noch außerhalb von dem Berufsbildungswerk aktiv werden. Wir haben noch 25 Wohnheime draußen rum. Wir brauchen halt ein bisschen Hilfe extern, also jetzt von Ihnen, damit wir auch wissen, wie wir das am besten umsetzen können. Ja, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben und eine Außenfläche und einfach gar nicht wissen, wie soll ich jetzt das Ganze nämlich angehen? Also wo fange ich denn an? Was kann ich tun, um die Artenvielfalt bei mir eben vor der Haustüre zu steigern? Dann wenden Sie sich gerne an uns, den Landschaftserhaltungsverband. Wir setzen die Biodiversitätsstrategie für den Landkreis um. In Kooperation mit der Bodenseestiftung haben wir eben die Initiative ins Leben gerufen, für die Etablierung von naturnahen Firmengeländen. Und wir kommen gerne raus, schauen uns Ihre Flächen an und beraten Sie.